Die 3 Tage sind um und jetzt heißt es für mich Pod wechseln. Und wenn ihr sehen wollt, wie man von Omnipod den Pod deaktiviert, einen neuen befüllt und wieder setzt, das seht ihr jetzt nämlich im Video. Hallo und herzlich willkommen heute Morgen aus meiner Küche. Ich bin noch irgendwie so ein bisschen strubbelig, sehe ich gerade in der Kamera. Aber es ist ja kein Beauty-Channel, möchte ich betonen. Es soll kein Beauty-Channel sein. Es geht nämlich um Diabetes und heute ist es soweit. Ich muss meinen Pod wechseln und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Der erste Schritt bei mir ist immer, erstens habe ich natürlich einen Alarm eingestellt, der 12 Stunden, bevor der Pod zu Ende ist oder gewechselt werden muss, Alarm abgibt. Wenn der erklingt, dann weiß ich es, meistens vergesse ich es. Ich dachte nach 3 Tagen, das vergisst man nicht, wenn man einen Pott wechseln muss, doch es gibt es wirklich. Ich habe es dann einfach so, dass ich am Abend den Alarm bekomme, morgen früh muss ich dann immer den Pott wechseln. Und da ich die immer schön bemale, mache ich das dann auch gleich, wenn der Alarm ertönt, dann weiß ich, okay, jetzt bemale ich meinen Pott für den nächsten Tag. Und was ganz wichtig ist, ich nehme da schon das Insulin raus, damit das so nicht Betriebstemperatur, aber Raumtemperatur hat zum Einfüllen. Das sind so meine 2 ersten Schritte vor dem Pottwechsel. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen, wieso füllt die das mit den Pens? Das ist ganz einfach, weil ich habe kurz bevor ich den Pott bekommen habe, ich habe den jetzt 3 Wochen, habe ich noch mit solchen Wegwerfpens gespritzt und habe dann einen neuen gekriegt. Das war so, ich weiß nicht, vielleicht 1-2 Wochen, bevor ich auf die Pumpe umgestiegen bin. Hier, die wie gesagt, die schmeißt man weg und hier, da ist eine Kanüle drin, die ich wechseln kann. Dementsprechend habe ich natürlich immer noch Insulin von da zu Hause. Ich bin jetzt eigentlich diese Wegwerfpens noch am Aufbrauchen. Ich habe noch 2 Stück davon und ich habe mich da beraten lassen. Es ist also kein Problem, dass ich das noch aufziehen kann, damit wenigstens das auch noch weggeht. Also jetzt nicht, ich habe auch anderes, aber deswegen, nur weil ich ein Video mache, möchte ich nicht gleich ein neues anfangen. Ich will jetzt wirklich das verbrauchen. Nur zur Frage, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt fragt, wieso zieht ihr das aus den Pens auf? Okay, schon mal so viel dazu. Wie gesagt, ich habe dann das Insulin, nehme ich dann raus am Abend zuvor, damit das eben Raumtemperatur hat und bemale meinen Pott. Und dann geht es eigentlich schon los. Das Erste, was ich natürlich noch mache, ist, dass ich meinen Blutzucker blutig messe, obschon ich auch einen Libre habe. Ich finde das noch wichtig, ich habe 2 Kinder. Im Fall, wenn der Pott schon weg ist, dass nicht plötzlich der Kleine kommt, irgendetwas passiert, kann einfach auch in der kurzen Zeit immer was sein. Und dann je nachdem korrigiere ich nochmal, weil ich morgens oft zu hoch bin. Beim Blutzuckermessen finde ich das auch genial, dass jetzt der Pott mir auch nach wie vor nochmal sagt, dass ich den Pott wechseln muss. Ich kann das, glaube ich, 8 Stunden noch rauszögern nach Ablauf der 72 Stunden, wo der Pott eigentlich gedacht ist. Finde ich eine sehr, sehr gute Option. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir, ich bin im Normalbereich für mich, ich schaue immer, dass ich zwischen 4, 5 bis 7 bin. Und jetzt geht's los. Jetzt schauen wir, dass wir den alten Pott hier, sieht man's, deaktivieren. Also wie ihr seht, es wird wirklich Schritt für Schritt wird erklärt, was wir tun müssen. Auch die Signaltöne finde ich genial. Das ist wirklich ein Zeichen, okay, jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist mein Pott hier, der ist deaktiv. Jetzt kann ich den abmachen. Jetzt hoffe ich, vielleicht sieht man es. Ich reiß den einfach runter. Der Kleber ist also genial. Ich dachte erst, weil ich mit den Freestyle Libre bin ich anderes gewohnt, dass ich da zusätzlich immer noch kleben muss. Jetzt kriege ich den nicht runter. Doch. Also das hält bombenfest. Ich glaube, das muss einfach ein bisschen wehtun. Oh. Okay. Weg ist er. Ich schmeiß da kurz hier. Wir das sehen. So mag ich die dann auch. Ich habe es im Moment ein bisschen mit Schmetterlingen. Nee, es ist einfach so, weil ich das mit Servietten-Technik mache und ja, eine Serviette ist groß, ein Pott ist klein. Deswegen ist es im Moment überwiegend mit Schmetterlingen. Ich finde doch noch süß. So, jetzt habe ich mir natürlich schon überlegt, wo ich den Pott setzen wollte. Das vorherige Mal hatte ich den Pott das erste Mal am Bauch. Ich habe mich so ein bisschen gesträubt, den am Bauch zu setzen, aber ich muss sagen, es ging ganz gut. Ich hatte da auch gleich 4 Tage frei am Stück
Und für so zu Hause geht das. Aber für mich bei der Arbeit, da hätte ich ihn abgerissen. Also das würde nicht funktionieren, auch wegen den Hosen nicht. Und dann trage ich noch das Portemonnaie um die Hüfte um beim Arbeiten und ne. Ich glaube, das wäre nichts gut. Aber so für zu Hause zwischendurch. Und jetzt werde ich den wieder hier am Arm setzen, da ich nämlich morgen arbeiten muss. Jetzt ist das da. So. Desinfizieren. Das Gerät fragt mich ja jetzt nochmals, ob es okay ist, dass der Pott ist jetzt deaktiviert, dass wir den auch entfernen sollen. Ich mache das halt dann schon immer zum Voraus, wie auch jetzt hier die Desinfektion, also dass ich die Stelle, wo der neue Pott rankommt, schon desinfiziere. Das hat folgenden Grund, dass das einfach getrocknet ist und ich, sobald ich das Insulin befüllt habe, den Pott auch gleich aufsetzen kann an eine getrocknete Stelle. Ich bin dann manchmal ein bisschen ungeduldig und so geht das in einem Pott entfernen, andere Seite gleich desinfizieren und dann Schritt für Schritt weiter. Und jetzt müssen wir das Insulin aufziehen. Ich benötige so 150, so im Schnitt. Das ist eigentlich für mich im Moment noch zu viel. Ich brauche nicht so viel. Ich habe so 10 täglich, muss ich gerade überlegen, 10 basal. Und meistens, ja, vielleicht 10 bis 15 muss ich noch Bolus geben. Also komme da schon in den 3 Tagen nicht auf 150, aber man hat mir das geraten. Man weiß ja nie, was ist, das stimmt. Und sobald das die 2 Signaltöne dann ertönen, wissen wir, dass die Mindestmenge eingefüllt ist. Den Rest machen wir auch gleich noch rein. Nachdem ich das Insulin eingefüllt habe, macht der Pott von selbst noch ein paar Sicherheitstests. Das ist das leise Ticken. Entlüftet den Pott dazu noch und dann geht es schon weiter. Und jetzt wäre laut dem Manager natürlich der Punkt, wo ich meine Stelle desinfizieren müsste und den Pott dann setzen. Das habe ich ja jetzt vorhin schon gemacht, einfach wirklich, damit das schön getrocknet ist. Und jetzt setzen wir einen neuen Pott. Dazu muss ich jetzt hier diese Verschlusskappe noch wegnehmen, das ist auch so eine Sicherheit, und den Kleber. Okay, jetzt habe ich hier desinfiziert und setzen möchte ich den eigentlich. Ich muss mal kurz gucken, weil ich jetzt keinen Spiegel habe. So. Ich habe hier leider, wenn ihr das im Fall seht, ich glaube, das sieht man auf der Cam, die schöne Rundung von was könnte das sein, ist vom Freestyle Libre. Dazu mache ich auch noch ein Video. Ich habe Ausschlag bekommen. Das wird dann auch noch ein Video geben, was ich da gemacht habe. Das sieht man leider noch. So, jetzt ist der gesetzt. Nehme ich das tolle Gerätchen und starte sozusagen die Einführung der Kanüle. Das Tolle ist ja wirklich, man weiß dann gleich knallt's. Wir haben desinfiziert. Wir haben die Kanülenabdeckung entfernt. Wenn der Pott in Ordnung ist, ihn auf die Infusionsstelle anbringen. Ja, weiter. Start drücken, um die Kanüle einzuführen, die Basalabgabe zu starten. Okay. Weil ich habe mich letzthin, es hat mir so sau weh getan. Wir starten das jetzt. Ich muss es ein bisschen zusammendrücken. Ich glaube, das seht ihr jetzt nicht, aber wir starten. Weil schießt, knallt. Oh, ich will gar nicht in die Kamera schauen. Okay, ist drin. Bitte warten. Jetzt fragt er nochmal, ob alles ordnungsgemäß drin ist. Und das geht darum, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist dann natürlich, dass mein Pott, den ich anhat. Jetzt muss ich gucken. Das hat hier oben dieses kleine Schläuchlein. Seht ihr das? Ganz oben. Das kann ich hier dann checken, das wird dann gleich mein Sohn machen. Hier oben sehe ich, das ist ein Loch, wo wir kontrollieren müssen, ob der Schlauch drin ist. Jetzt, da ich den so weit hinten sehe, ich selbst nicht. Dann, ob die, da ist so ein Schlitten drin, dass der zurück ist, dass das funktioniert hat und dann kann es eigentlich losgehen. Ich drücke jetzt auf Ja. Ich werde dann gleich zu meinem Sohn, aber ich brauche Insulin. Okay, das war es eigentlich zum Pottsetzen. Ein Video, wie ich diese hier noch anmale, so schön, wenn da jemand Interesse hat, werde ich dann auch mal noch machen. Und war schön, dass ihr mit dabei wart. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie ihr das so managt, wann ihr am besten oder am liebsten euren Pott wechselt, was für Tipps und Tricks ihr vielleicht dazu noch habt oder wie ihr das anstellt. Und sehen wir uns das nächste Mal bei Diabetes Live. Schön wart ihr mit dabei. Bis dann. Tschüss.